herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung. So, das ist der Kanal von Creepy Mythos Stix. Und das ist kein Let's Player, sondern das ist ein Vertoner bzw. einer, der Creepypastas anbietet. Verschiedene. Und so Gruselgeschichten vorliest, sag ich mal. Das ist ganz schön und sehr interessant. Hat eine angenehme Stimme. Ich kenne den schon, als er noch einen Let's Play-Kanal hatte. Uppala, jetzt geht's aber schon los. Wir gucken mal die Über uns Seite an. Ihr seht, Creepy-Mythos, er stellt sich vor. Er erklärt doch hier unten, was die Creepypastas sind. Das ist eigentlich sehr super gemacht, dass er wenigstens auch erklärt, was bedeutet denn Creepypasta. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Er hat 633 Abonnenten bei 42.400 Aufrufen. Das ist eine ordentliche Zahl. Und da kann man sehen, die Leute lieben Gruselgeschichten. Ja, ja, ja. Wir sehen mal nach den Videos. Also die Uploads kommen auch regelmäßig. Alle Wochen, sage ich mal. Alle Wochen, ja. Man kann es sagen, ja, zwei Monate, was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Generell kommen sie, sag ich mal, jede Woche kommt so ein Ding raus, so eine Geschichte, wie er sie halt hat. Und in den letzten Wochen hat er eventuell nicht so viel Zeit gehabt, glaube ich auch, weil sonst sind wir hier zwei Monate, eine Woche, 2, 3, 4, 5, also da kommt schon ordentlich Zeug. Aber man muss ja auch mal Real Life haben. Nee, also, da gucken wir mal, wie es denn aussieht mit den Playlisten. So, hier sind auch Playlisten. Spielemythen, Geschichten. Hier ist ein kleines Hörspiel drin. Informationen über den Kanal und Fanvideos, also von anderen auch wohl. Und Creepypastas hier allgemein. Also, das ist alles schön organisiert. In Playlisten, das gefällt mir ganz gut. Wir gucken nur mal schnell auf die erste Seite. Das Erste, was mir aufgefallen ist auf der ersten Seite, ist, wir haben einen Kanaltrailer. Das ist natürlich das, was ich immer meine. Macht einen Kanaltrailer rein, dafür ist die Sache geplant. Und dafür ist er auch ausgelegt, dass hier ein Kanaltrailer steht. Wenn derjenige Zuschauer raufkommt auf den Kanal, dass er da auch sieht, was da los ist. Dann haben wir die neuesten Videos verlinkt, die beliebtesten Videos und dann kommen die Creepypastas und Geschichten. Also hat er auch die Mythen und die ganzen Legenden und Geschichten hat er verlinkt, also seine Playlisten vorne, dass es eigentlich ganz gut ist. Das gefällt mir ganz gut. Muss schon mal hier kurz die Musik umändern, weil es geht mir bis auf den Keks hier, das Gelaber. Gut, alles klar. So, also so viel dazu. Ja, das ist eigentlich so ganz gut, wie gesagt, was mir gefällt, was ich hier so sehe. Mich gibt fast nichts auszusetzen, was soll ich denn das sagen? Banner finde ich auch sehr schön, noch mit so einem Banner. So ein bisschen, ja, so ein Ei, ja, so und so und so. Verschiedene Augenfarben und seinen Namen, Stix, Geschichten um Creepypastas, Creepy Mythos Stix, das ist ja das. Ist eigentlich ein schöner Hintergrund, passt eigentlich zu so einem Gruselgeschichten-Kanal, passt das ganz gut. Und hier haben wir quasi das Bild nochmal in klein. Sehr schön gezeichnet, gefällt mir sehr gut, sieht super aus, so muss das sein. So, jetzt gucken wir uns natürlich, weil wir natürlich denjenigen, welchen hören und sehen, wie immer, lasse ich da mal ein bisschen was laufen. Ne? Also, viel Spaß. Fail meinerseits, warum ist hier der Ton aus? Und das ist ein Scheiß. Habe ich den Ton ausgemacht? Bin ich doof oder was? Was ist das für ein Quatsch? Wir wollen ja hören. So was. Jetzt diese aber. Diese Geschichte nun sollte für alle Pokémon-Spieler eine große Rolle in ihrer Pokémon-Welt spielen. Denn sie wird jeden einen anderen Überblick über das täuschende Aussehen von dem Protagonisten Cynthia geben. Sie wirkt nett und mysteriös, aber in ihrem Inneren steckt das Böse in Person. Das erste Treffen mit ihr beginnt in der Stadt Ewigenau. Noch ist sie nett zu einem und sie schenkt einen sogar ein Ei. In diesem Ei steckt das süße Pokémon Togepi. Aber auch das Togepi ist merkwürdig. Was man nicht erkennt, ist, dass Togepi nicht normal ist,
ist ein Roboter. Er wurde von Cynthia dazu entwickelt, den eigenen Protagonisten auszuspionieren. Wenn das Pokémon in die Box gelegt wird, hilft es recht wenig. Durch die gefangenen Pokémon, die in die Box landen, sieht das Togepi, in welcher Region du dich befindest. Damit trifft man Cynthia in dem Spiel an den ungewöhnlichsten und überraschendsten Orten an. So, so viel dazu. Jetzt habt ihr mal gehört, wie die Stimme klingt von ihm. Was ich immer wichtig finde bei so einer Kanalvorstellung, dass man sich ein bisschen das vorstellen kann. Also, mein lieber Creepypasta oder Sticks oder... Das gibt natürlich ein Abo. Natürlich hatte ich den schon vorher abonniert, aber wenn ich den vorher abonniert hatte, ich muss das Abo ja wegmachen, damit ihr den Kanal-Triller seht. Wisst ihr, was ich meine? Also, nee. Aber trotzdem ein Abo wert, wenn man auf so Geschichten und sowas steht, einmal unabhängig vom Let's Play. Und ja, mach weiter so. Wir bleiben ja immerhin in Kontakt, wir kennen uns ja soweit ein bisschen. Ich habe soweit nichts auszusetzen, was mir so jetzt nicht gefallen würde. Wenn ich was nicht gefällt, dann sage ich das dann schon. Aber Creepy Mythos, Sticks, abonnieren, dann habt ihr nichts falsch gemacht. Alles klar? So, und irgendwelche Anregungen oder Tipps oder sonstiges wieder in die Kommentare. Verlinkung zu dem Kanal natürlich wieder unten in der Beschreibung, wie ihr es kennt. Und ich sage wieder wie immer tschüss, bis dann und euer Zockerpapa ist raus. Tschüss.